Es ist ein klassisches Verfolgerduell. Borussia Dortmund empfängt Hertha BSC in der Liga. Wenn man zu den besser platzierten Mannschaften aufschließen will, wie diese beiden Teams, dann zählen nur 3 Punkte. Borussia Dortmund hilft nur ein Sieg weiter, wenn sie dranbleiben wollen. Für Hertha BSC dürfte es auch ruhig mehr als ein Punkt sein. Wir können uns also auf einen offenen Schlagabtausch freuen. Die Hertha BSC-Fans sind angesichts der jüngsten Erfolgsserie völlig euphorisiert und erwarten heute sicher einen weiteren Sieg ihrer Mannschaft. Im Moment sind wir wirklich in Topform, sagte auch Trainer Taro Ditto von Hertha Berlin. Und ich glaube fest daran, dass wir heute noch einen draufsetzen können. Trainer von Borussia Dortmund weiß sicher, dass er sich vor dem heutigen Gegner gehörig in Acht nehmen muss. Vor allem, wenn er die eher mittelprächtigen Leistungen, die seine Mannschaft in letzter Zeit zeigte, mit einem wichtigen Sieg wieder wettmachen will. Taro Ditto muss die Spieler von Hertha BSC akribisch auf das nächste Spiel vorbereiten. Das Verständnis der gegnerischen Taktik ist maßgeblich, um Borussia Dortmund am Torschießen zu hindern und das Spiel zu gewinnen. Mittelfeldspieler Sven Bender von Dortmund hat in den letzten Spielen seine Klasse demonstriert, indem er wieder seine beeindruckenden technischen Fähigkeiten aufblitzen ließ. Trainer Taro Ditto von Hertha ist sich trotzdem sicher, dass er den richtigen Plan hat, um ihn zu stoppen. Der Trainer von Hertha BSC sprach auf der letzten Pressekonferenz sehr viel über Bender. Er ist ein sehr begabter Spieler und wir werden alles tun, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Keine guten Nachrichten für Borussia Dortmund, Freunde. Es sieht tatsächlich so aus, als würde Mats Hummels heute wegen einer Verletzung ausfallen. Die Sorge, dass sein Fehlen die Aussichten auf einen Sieg heute erheblich schmälern könnte, ist jetzt natürlich groß. Nach seinem Feldverweis im letzten Spiel muss Borussia Dortmund in der nächsten Partie ohne Sokratis zurechtkommen. Jetzt fürchten die Borussia Dortmund-Fans natürlich, dass ihrer Mannschaft ohne den begnadeten 25 Jahre alten Innenverteidiger die Qualität fehlt, einen Sieg einzufahren. Voraussichtliche Dortmund-Anfangsformation: Weidenfeller, Piszczek, Günther, Subotic, Schmelzer, Gündogan, Bender, Blaschikowski, Großkreuz, Mkhitaryan, Aubameyang. Voraussichtliche Hertha BSC-Anfangsformation: Kraft, Pekarik, Brooks, Matip, Schulz, Lustenberger, Cigercis, Gelbrett, Alagui, Benatira und Chong Tessel. Wie zur Hölle kommen die auf diese Formation? Also, ich kann nur sagen, meine Stammformation sieht anders aus. Die hat sich nämlich gar nicht geändert. Und damit herzlich willkommen zum nächsten Spiel. Heute eine heiße Begegnung. Borussia Dortmund gegen die Hertha aus Berlin. Gelb gegen Blau-Weiß. Und wir vertrauen der Mannschaft, die auch schon im letzten Spiel gegen Werder Bremen sehr hoch gewonnen hat. Wir vertrauen demselben Team sozusagen. Und heute ist es also ein Spiel, der Dritte trifft auf den Vierten und beide wollen gerne Zweiter werden. So könnte man das Ganze ja ganz gut zusammenfassen. Und damit willkommen im Signal Iduna Park in Dortmund. Ich mache nochmal kurz die Balkontür zu. Hier sehen wir die Tabelle. Also, ihr habt es gesehen. 2 Punkte trennen die beiden Teams am heutigen Tage. Und es könnten 5 werden, wenn wir heute gewinnen. Es könnte aber auch zum Wechsel kommen. Sollte Dortmund gewinnen. Natürlich wollen wir es verhindern, aber Dortmund ist natürlich eine starke Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Hier sehen wir die Aufstellung. Weidenfeller im Tor, dann die Abwehr, Schmelzer, Subotic, Gündogan. Ach, hier. Viel zu schnell, Alter. Günther natürlich und Piszczek. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Großkreuz habe ich hier noch gesehen. Aubameyang, Mkhitaryan sind alle mit dabei. Hier ist Ilkay Gündogan im Trikot des BVB und hier die Aufstellung der Hertha. So wie auch schon beim letzten Spiel. 1-4-3-2-1, wobei ich eher finde, es ist ein 4-3-3. Es hat sich nichts geändert. Ja, englische Woche steht zudem an, denn nach diesem Spiel gegen Dortmund
treffen wir in der nächsten Partie auf Hannover 96 in Hannover zum Achtelfinale des DFB-Pokal. Das kann auch eine spannende Begegnung werden. Aber jetzt heißt es erstmal Bundesliga. Dietmar Schönlebe ist der Schiedsrichter für heute. Und jetzt heißt es erstmal alles geben für den Sieg. Denn heute ist ein sehr wichtiges Spiel. Mit dem Sieg könnten wir sogar auf Platz 2 vorrücken, sollte Gladbach patzen. Das werden wir natürlich beobachten. Aber erstmal heißt es natürlich, diesen Sieg überhaupt mal einfahren. So, der Pass ging schon mal ins Nichts. Damit die Hertha im Ballbesitz. Brooks. Lustenberger. Marco Fabian. Raus auf Schulz. Wieder Lustenberger. Und der verliert da gleich mal den Ball im Mittelfeld. Mkhitaryan auf dem Weg nach vorne. Lustenberger. Schöner Zweikampfgewinn. Chong Tese auf Saha. Saha ist durch. Ben Saha. Ah, da wollte ich nochmal querspielen. Aber Benatira war da nicht gut genug positioniert. Schade. Riesenmöglichkeit für die Hertha. Nicht genutzt im Endeffekt. Ah, wieder nicht durchgekommen. Oh, das sah mir nach einem Foul aus. Gegen Benatira, nicht gepfiffen. Jetzt der Pass von Benatira, Abschluss! Chong Tese war es ganz knapp an der Führung vorbei. Direkt genommen von der Strafraumgrenze. Und da hat nicht viel gefehlt. Nichts zu halten für Weidenfeller. Der hätte da nur hinterher schauen können. Nach 10 Minuten die erste fette Möglichkeit für unsere Berliner. Aber natürlich dürfen wir Dortmund nicht unterschätzen. Das ist eine klasse Mannschaft mit großartigen Einzelspielern. Fabian jetzt kriegt den Ball nicht, aber dieser Pass landet im Aus. Mkhitaryan chancenlos da dran zu kommen. Und hier sehen wir Roman Weidenfeller, der hier die erste Parade hatte gegen Ben Saha. Aber da haben wir einfach zu lange gewartet. Und außerdem wäre der Ball auch ins Tor gegangen. Also so geil war die Parade jetzt auch nicht. Thomas Kraft tritt den Boden nochmal fest. Jetzt gibt es den Abstoß vom Tor. Machen wir mal kurz. Stimmt, wir hatten gegen Werder Bremen im letzten Spiel nicht einen Abstoß. Einfach aus dem Grund, weil Bremen nicht einen Torschuss hatte. Und auch keinen Schuss. Schulz auf Marco Fabian. Fabian probiert es mal aus der Distanz, aber Weidenfeller kann den Ball festhalten. War auch nicht sonderlich stark geschossen. Kein Problem für die Dortmund-Legende im Tor. Was singen die da gerade? Die haben gerade gesungen. Eladiadiadiadio, BVB. Irgendwas, was man nicht verstanden hat, ist vielleicht auch besser so. Interessant. Na gut, ich denke mal, da wir in Dortmund sind und diesen Song noch nie gehört haben, wird es schon irgendwas pro BVB sein. Aber interessant war es trotzdem. Schulz. Ja, durchgesteckt, zumindest versucht von Saha. Hat eigentlich nicht geklappt. Und jetzt der Fehlpass. Mkhitaryan. Lustenberger. Resolut, aber mit dem Foul. Dadurch gibt es Freistoß. Aber gleich der Ballgewinn durch die Hertha. Sehr, sehr gut. Und somit geht's weiter. Pekarik über rechts. Lustenberger. Saha startet. Schön geschickt von Lustenberger. Saha und diesmal ist er drin. 1-0 Führung, Ben Saha macht das Tor und da spielt er uns was Schönes. Ganz, ganz einfach ging das, weil da in der Innenverteidigung ein riesen Loch geklafft hat und Ben Saha kriegt die Einladung und nimmt sie dankend an. Führung für die Hertha. Unsere Nummer 14, Ben Saha, trifft.
Drittes Saisontor für ihn. Und die Führung für die Hertha nach nicht einmal einer halben Stunde hier in Dortmund. Ja, gut gemacht hier von Błażejkowski, der da Fabian vom Zweikampfgewinn abhält. Guter Pass. Schön geblockt von Nico Schulz in diesem Fall. Lustenberger, raus das Ding. Sehr, sehr gut. Ozogai. Nicht der schnellste Spieler, muss nochmal abdrehen. Lustenberger. Der Mittelfeldstratege. Schöner, öffnender Pass auf Schulz. Den kriegt der auch noch. Der Nico Schulz. Flanke kommt. Ja, das war jetzt nichts. Spencer Haar legt nochmal ab. Lustenberger. Aus dem Gedränge, hektischer Abschluss. Der ging dann doch weit vorbei, aber gute Kombination hier wieder von der Hertha. Klasse gemacht. Und das war ordentlich. Eingeleitet das Ganze von Lustenberger und auch abgeschlossen von unserem Kapitän. Der ist einfach so wichtig im Mittelfeld. Natürlich technisch nicht der beschlagenste, aber das muss auch gar nicht sein, denn er gewinnt Zweikampf um Zweikampf. Das ist mindestens genauso wichtig. Jetzt aber erstmal aufpassen auf der anderen Seite. Super gemacht. John Anthony Brooks kocht Aubameyang da ab. Schulz. Raus auf Peter Pekarik. Der hat ein bisschen Platz auf der Außenbahn. Spielt nochmal zurück. Ozogai. Jetzt wieder Lustenberger. Fabian. Die Hertha-Fans, man hört sie deutlich, feuern die Mannschaft hier an. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es die Hertha-Fans sind. Ah, und da Pekarik mit dem Fehlpass, schade. Aber nochmal nachgegangen. Ja, Lustenberger sehr stark jetzt auf Sahar. Sahar, nächster Treffer, kein Abseits. 2:0, Ben Sahar schnürt den Doppelpack. Wundervoll gespielt. Klasse gemacht, der Ballgewinn durch Fabian Lustenberger und dann das Auge für den startenden Ben Sahar, der nimmt an mit links und vollendet mit rechts. Satter Schuss in den Winkel, Vollspann, nix, aber auch so gar nichts zu halten für Roman Weidenfeller. Und bei diesen Gegentoren fragt man sich schon, merkt man da vielleicht die Ausfälle von Hummels und Sokratis? Ist schon hart, wenn einem die besten beiden Innenverteidiger einfach mal fehlen. Der eine rot gesperrt, der andere verletzt. Das tut auch einer Borussia Dortmund weh. Błażejkowski. Fabian dazwischen. Sehr schön. Und Lustenberger hat den Ball. Wieder Marco Fabian. Wieder Sahar. Ne, das ist schon Tesse in dem Fall. Doppelpass mit Sahar. Tesse, aber da ist er zu lahm, weil er auch unter Druck gesetzt wird vom Verteidiger. Tesse ist wieder am Ball. Chong Tesse, super gemacht. Jetzt ist er im Strafraum. Flanke kommt, aber ja, wenn Tesse auf der Außen ist, dann fehlt halt in der Mitte ein Abnehmer für Kopfbälle. Und so kam keine Gefahr zustande. Pausenpfiff, 2:0 steht es für die Hertha aus Berlin. In einem überraschend überlegenen Spiel für die Hertha. Also wenn wir das Bayern-Spiel im Kopf haben, die waren doch um einiges stärker als Dortmund. Zumindest in der ersten Hälfte. Nicht viel zu sehen von den Schwarz-Gelben. Dafür umso mehr von unserer Hertha. Sahar, der erste Versuch, war noch gescheitert. Da konnte Schmelzer noch retten. Aber dann gab es zwei Tore von unserer Nummer 14, Ben Sahar. Der ist jetzt auch der Erste, der so ein bisschen schwächelt, aber wir gehen trotzdem rein in Durchgang 2 und Sahar legt gleich mal los wie die Feuerwehr, aber verliert den Ball im Dribbling einer gegen alle. Gut, das ist dann auch nicht so schlimm. Muss man ja auch nicht von ihm erwarten, dass er sowas hinkriegt. Großkreuz. Und Lustenberger. Bei ihm ist wieder mal Schluss. Matip, schön gemacht. Fabian.
Nochmal zurück, nochmal zu Schulz. Ah, und der verliert den Ball. Das ist natürlich schlecht in der Vorwärtsbewegung. So ein Ballverlust, aber John Anthony Brooks sichert die Kugel ab zu Thomas Kraft damit. Lustenberger, wieder der Stratege hier im Mittelfeld. Sehr, sehr stark unterwegs. Martin. Pekarik. Bosogai. Ben Hatira. Schulz. Na, da startet er, obwohl ich ihn anspielen wollte. Das war natürlich mit blöd. Aber wir haben ja Lustenberger. Und der erkämpft jeden Ball. Pekarik. Ja, mal mit der Spieleröffnung. Warum nicht? Und, das war gar nicht so ungefährlich. Da wäre der Ball beinahe von den Dortmund-Verteidigern zu Tsongtese gekommen. Fabian. Schön gekämpft. Schöner Trick. Aber dennoch den Ball verloren. Bosuay. Lustenberger. Fabian. Ben Hatira. Und Großkreuz mit Problemen bei der Ballbehandlung läuft ins Aus. Es gibt einen Wechsel bei den Dortmundern. Großkreuz und der so gelobte Bender gehen raus. Für ihn kommt Sebastian Kehl und auch Marco Reus kommt in die Begegnung. Ist mir ein absolutes Rätsel, warum so einer nicht von Beginn an spielt. Das muss man, glaube ich, nicht verstehen. Reus ist auch schon bei FIFA 14 einer der besten Fußballer Deutschlands gewesen. Und bei Dortmund sowieso. Eine feste Größe, damals wie heute. Brooks, super Zweikampf. Von John Anthony Brooks. Jetzt der Steilpass auch noch sehr gut getimed. Auf Zaha. Flanke kommt auf Ben Hatira. Schade. Da war mehr drin. Achtung, Steilpass auf Marco Reus und der ist gleich mal durch, aber Brooks, nee, Martip war es in diesem Fall, mit einer sensationellen Tackling-Aktion hier. So, ich würde sagen, es gibt mal den ersten Wechsel bei unserer Hertha. Leger kommt rein für den Doppeltorschützen für Ben Zaha. Bei der nächsten Unterbrechung wird es soweit sein, damit nochmal ein flinker Mann auf dem Flügel, ein frischer Mann für die Hertha. Und der Ballverlust durch Peter Pekarik. Schön gemacht. Klasse Balleroberung durch Schulz. Der kriegt auch gleich den Ball, verliert ihn aber gegen Piszczek. Oh, holt ihn sich aber wieder, aber das war ein Foul. Da war ein Foul im Spiel, somit Freistoß für die Dortmunder. Und jetzt gibt es erstmal einen Wechsel. 74. Spielminute. Ben Zaha lässt sich feiern für seinen Doppelpack. Für ihn kommt jetzt also der Belgier Leger in die Partie. Schneller Flügelflitzer. Wahrscheinlich genau das Richtige, was wir jetzt brauchen. Hoffentlich. Bei der letzten Partie gegen Bremen waren unsere Joker ja ganz gut. Ganz effektiv. Baumjohann mit dem Tor. Auch Alagui hatte seine Chance. Lediglich Skjelbred ist letztes Mal nicht so aufgefallen. Und jetzt, Achtung, jetzt wird Dortmund auf einmal aktiver. Mkhitaryan im Strafraum bindet da die Innenverteidigung an sich. Und zwar die komplette. Brooks, Achtung, nächster Schuss. Und der ging knapp am Tor vorbei. Aubameyang war's mit der Torchance. Jetzt habe ich es weggeklickt, sorry. Für die Dortmunder. Also das war nicht ohne. Langer Ball jetzt von Thomas Kraft. Ben Hatira kriegt den Ball. Auf Lustenberger. Tsongtese. Auf Leger. Aubameyang jetzt im Laufduell gegen Marco Fabian. Fabian holt sich den Steilpass. Raus das Ding. Sehr gut. Oh, super Zweikampf von Hosogai. Tsongtese auf Ben Hatira.
Und Benatiras Flanke bleibt hängen. Oh Gott. Schade. Da spielt er dem Dortmund-Verteidiger den Ball in den Fuß. Ah, super gemacht von Brooks. Schießt Sebastian Kehl an. Damit Einwurf für die Hertha. Jetzt geht Subotic raus. Für ihn kommt Sarr in die Begegnung. Absolut unverständlicher Wechsel. Sarr auch ein Innenverteidiger, nur deutlich jünger und deutlich schwächer als Subotic. Also muss ich den Wechsel jetzt nicht ganz nachvollziehen können. Und auch wir können ja mal ein zweites Mal wechseln, würde ich sagen. Weil warum nicht? Zum Beispiel, ja, Fabian ist schon wieder ziemlich platt. Ich weiß halt nicht, wertet es seine Ausdauerwerte auf, wenn ich mal ab und zu auch spielen das komplett? Das weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir ändern jetzt doch nichts. Ich sehe keinen Grund zum Wechseln. Oh, so geil. Lustenberger wieder mit gutem Auge, aber leger. Oder leger, ich nehme jetzt leger, das ist so leger. Ein Schritt zu früh, schade, war abseits. Vom Belgier. Günther. Mit dem Freistoß. Blaszczykowski. Fabian. Ja, verfolgt ihn. Und da ist Martip. Sehr, sehr schön. Jetzt Leger. Leitet den Konter ein. Leger. Auf Enes Benatira. Warum nimmt er den Ball an? Das dauert dann wieder zu lang. Benatira. Schöner Move. Flanke kommt! Und ich glaube, Marco Fabian war es. Ja, war auch mit dem Kopfball am Tor vorbei. Kopfbälle sind nicht seine Stärke. Hier hat man es auch leider wieder gesehen. Aber schöne Aktion von Benatira. Der gefällt mir richtig gut, der Junge. So, 90. Minute läuft. Nochmal der Abstoß. Der Borussia aus Dortmund. Klasse bereinigt da hinten. Da brennt gar nichts an. Ah, Hosogai. Ballverlust gegen Gündogan. Aber er geht hinterher. Und das war's. Der Schiri pfeift ab. 2:0 gewinnt die Hertha aus Berlin dieses Spiel in Dortmund und festigt damit ihren Anspruch. Auf Platz 2 ein Doppelpack von Ben Saha ist es, der hier den Sieg sicher macht. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Damit bauen wir den Vorsprung auf die Borussen auf 5 Punkte aus. Und je nachdem, wie Borussia Mönchengladbach heute gespielt hat, übernehmen wir vielleicht sogar Platz 2. Wir schauen uns nochmal die Szenen des Spiels an. Ben Sahas erste Chance, die noch abgewehrt werden konnte. Dann Chong Tesse mit einer Möglichkeit per Direktschuss. Dann Ben Sahas zweiter Schuss. Ähnliche Situation. Diesmal ist er allerdings drin. Und dann Ben Sahar zum dritten. 2:0 für die Hertha und das war's auch schon. Mehr Szenen gab's gar nicht. 2:7 Schüsse, 1:4 Torschüsse, deutlich mehr Ballbesitz und mehr Zweikämpfe für die Hertha. Also ein durchaus verdienter Sieg in diesem Spiel. Und das hier interessiert uns alles nicht, habt ihr nicht gesehen. So, jetzt schauen wir nochmal kurz auf die Tabelle, würde ich mal sagen. Und da sehen wir dann Folgendes. Wir sehen die Hertha aktuell auf Platz 2. 38 Punkte, damit momentan 6 Punkte hinter den Bayern und einen Punkt vor Gladbach. Die haben allerdings beide noch nicht gespielt. Heißt also, da wird sich noch was verändern. Aber die 5 Punkte auf Dortmund, die stehen fest. Die holen sie auch so schnell nicht mehr auf. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dann also Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Hannover 96. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei und feuert unsere Hertha an. Bis dorthin.